hörst du wohl? Nein! Du übler Spielzeugfresser! Spielzeugkuschler! Nun ebbt mal wieder ab, das reicht ganz ruhig. Nur wegen dem Spielzeug geht ihr euch an die Gurgel? Gute Freunde sollten so etwas doch auch friedlich lösen können. Ihr solltet euch schämen, ihr klabauter Streiter, wenn ich jedem von euch noch so ein Spielzeug geben würde. Wärt ihr damit dann glücklich? Ja. Tja, ihr habt Glück, weil ihr so begeistert wart von dem Spielzeug, habe ich eine ganze Kiste davon gemacht. Die verkaufen sich wie warme Semmeln. Das wären dann 13,50 von jedem. Aber diesmal gehen sie auf mich. Moment mal, das ist mein Geld. Hast du denn... Oh, wie ruhig es im ganzen Haus ist, wenn die Jungs im Bett sind. Eine schöne Idee von dir, Feuer zu machen, Herr. Ja. Ich habe gar kein Feuer gemacht. Ich dachte, du warst das. Tja, wie es aussieht, hat Reese in Englisch eine 4. Und Dewey hat mal wieder was zerrissen. Zerbissen. Oh, Malcolm. Ich würde gern bei dem begabten Wochenendausflug mitfahren. Wir könnten uns ja ein Zelt teilen.